mein Name ist Rainer Braun, bin 59 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, selbstständiger Berater, das ich nebenher auch noch mache und ja, Schwabe, man hört's. Ich habe so eine Modelleisenbahn geschenkt bekommen, Märklin H0 war eigentlich so das erste, habe aber nie so groß Modelleisenbahn gespielt, aber war in der Kindheit ein tolles Erlebnis. Und bin dann eher später wieder dazugekommen, als ich selbstständig war, habe ich dann immer wieder mal so Lokomotiven ersteigert in eBay, so gebrauchte. Und irgendwann hatte ich zu viele Lokomotiven in der Vitrine und habe gedacht, jetzt will ich so eine kleine Anlage auch übers Internet schauen. Und bin auf die Suche gegangen, um das zu ersteigern und bin aber auf die Anlage hier gestoßen. Ja. Die Bilder, die haben mich also sehr fasziniert, umgehauen und habe dann 2011 war das mit dem Wolfgang Frey tatsächlich Kontakt aufnehmen können. Habe ihn angerufen und da habe ich gefragt, ja, wieso er die Anlage nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht. Geht es gar nicht, die kann man nicht abbauen. Die Zugänglichkeit, das war das Zweite an dem Standort damals. Schade, aber muss man natürlich auch respektieren. Und habe dann so den Kontakt verloren. Erst wieder 2015 war ich im Miniaturwunderland in Hamburg. Habe aber dann sofort gedacht, was ist aus der Anlage von 2011 geworden? Bin dann aber auch auf die Recherche gegangen. Habe dann festgestellt, der Wolfgang Frey ist 2012 gestorben. Und dass eben die Erbin, das war die Tochter, tatsächlich in dem Zeitraum auch versucht hat, die Anlage zu verkaufen. Schließlich und ergreifend habe ich dann das geschafft, die Anlage zu erwerben. Parallel dazu habe ich in Herrenberg ein Restaurant ehemaliges gekauft, wo dann die Ausstellung Herrenberg Stellwerk S eröffnet wurde. Mit einem Partner, auch DM Toys, war die Ausstellung, plus aber auch anderen Partnern aus der Kunstrichtung, die auch da sind. Aber vor allem DM Toys war mit an Bord und wir haben da auch eine Verkaufsstation gehabt, wo also sehr viele Gäste auch kamen und haben da Artikel bestellt übers Internet, die bei uns abgeholt. War also ein schönes Miteinander, hat sich wirklich bewährt und war toll. Dann kam Corona. War klar, es geht in Herrenberg nicht mehr. Also Standort südlich von Stuttgart ist das eine, ja, halbe Stunde auswärts. Das zweite ist eben Corona, das war nicht mehr machbar. Wir waren schon lange auf der Suche nach einem Standort hier in Stuttgart, sind dann hier fündig geworden. Die Umstände, ich sag mal wirklich wie die Jungfrau zum Kind oder wie man eben einmal der Touristikchef von Stuttgart hat gesagt, Herr Braun, das ist in den Sechser im Lotto, die Location hier. Und habe dann das Glück gehabt, auch parallel im November die Verträge unterschreiben können. Und so ist eigentlich die Zeitreise, dass es jetzt morgen losgeht hier. Gestern haben wir eine inoffizielle Eröffnung gehabt, ein kleines Dankesfest. Und ich denke mal, die Kombination, was wir jetzt hier haben, an dem Standort direkt am Stuttgarter Hauptbahnhof, ist ideal, um das auch generationsübergreifend eine lange Sicht noch, ich sage mal, zu beleben. Mit einer tollen Eisenbahnanlage, mit einem Modellbahnartikelverkauf. Und so wollen wir eigentlich starten. Also die anderen Partner ist einmal die Künstlergruppe SUB, Stuttgarter Observatorium Urbaner Phänomene heißt es. Die haben also sehr viele Aktionen hier in Stuttgart schon gemacht und wir sind seit über 4 Jahren gemeinsam unterwegs, also das Mystikum Wolfgang Frey aufzuarbeiten. Das nicht aus modellbahntechnischer Sicht, sondern aus der Kunstsicht, weil eigentlich ist es gar nicht möglich in 15 Jahren, was er effektiv an der Anlage gearbeitet hat, dies zu erarbeiten, was wir jetzt haben. Man müsste sagen, das sind 100 Jahre und das ist etwas, was man wissenschaftlich, psychologisch aufarbeitet mit der Künstlergruppe SUB. Die haben auch viele Kunstwerke schon erarbeitet, erstellt. Liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr nach Stuttgart kommt und diese tolle Anlage bestaunt, erkennt den Wert und die Schönheit des Modellbaus. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir sind da und können alles erklären, erzählen über die Geschichte, die Erbauung der Anlage und wir freuen uns auf einen Besuch.